Taschenbrecher. Die A14, wie Sie es immer gesagt haben, ist pünktlich fertig geworden. Wie zufrieden sind Sie? Ich bin äußerst zufrieden. Es gab zwar Meldungen, dass wir es nicht ganz schaffen, aber die Witterung konnte uns nicht stoppen. Wir haben den Lückenschluss zwischen der VKE5 und der VKE7 geschafft, so wie vereinbart Ende Dezember. Am Ende ist es noch nicht ausgegangen, aber das ist die Zielquote und wir sind ganz dicht dran. Es wird ungefähr bei den 114 Millionen bleiben. Na, es gibt ein paar Probleme in den Baurechtsverfahren, aber es geht im Moment ein Schritt voran in Sachsen-Anhalt und wir hoffen, dass es zügig vorangeht. Ich kann nur bitten, dass die Kollegen sich an dieses Tempo anpassen und wir relativ schnell die A14 bekommen. Können Sie Ihren Amtskollegen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt einen guten Tipp geben, wie man das so hinkriegt wie Sie? Nein, das kann ich nicht, das möchte ich auch nicht. Die Kollegen bemühen sich, aber es sind einige schwierige Konfliktpunkte aufgetreten, die noch gelöst werden müssen. Ja, welche Erwartungen haben wir? Wir erkennen, dass die Infrastruktur immer besser ausgebaut wird, nachdem wir ja doch in der Vergangenheit bis zum Autobahnkreuz Schwerin eine ganze Reihe Kilometer zurücklegen mussten, verbessert sich die Infrastruktur viel besser noch und viel weiter noch. Und wir warten händeringend auf den Lückenschluss bis nach Magdeburg an die A14 in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg. Es ist einerseits gut für die Ansiedlung von Unternehmen und für die vorhandenen Unternehmen, dass sich die Infrastruktur verbessert und andererseits natürlich auch beim Kampf um die Köpfe, um die Fachkräfte, die Ludwigslust als Wohnstandort zu entwickeln und insofern dann auch die Bedingungen für die Bewohnerinnen und Bewohner und für den Kulturstandort Ludwigslust erheblich zu verbessern. Wir haben auch die Erweiterung der Wohnmöglichkeiten ins Auge gefasst. Die Stadt Ludwigslust beispielsweise wird noch im nächsten Jahr mindestens 40 Eigenheimbauplätze an den Start bringen. Wir werden weiter Häuser errichten zur Vermietung. Und diese Gemeinsamkeit in der Vermarktung hat sich dieses Jahr zum ersten Mal auch gezeigt, als wir auf der Expo Real waren. Wir haben auf der Expo Real den gesamten Standort unserer Dreiecksgeschichte Neustadt, Kleve, Grabow, Ludwigslust vermarktet und werden das auch weiterhin so tun. Gruppe Hubertus aus Ludwigslust. Nochmal einen großen Applaus.
Zur feierlichen Verkehrsfreigabe der Verkehrseinheit 6 der Bundesautobahn A14 von den Anschlussstellen Grabow bis zur Anschlussstelle Großwarnow begrüße ich alle Anwesenden auf das Herzlichste. Ich freue mich, dass Sie so kurz vor Weihnachten und bei dem nicht gerade erbaulichen Wetter unserer Einladung gefolgt sind und hier mit uns gemeinsam die Übergabe der Autobahn führend vom Mecklenburgischen ins Brandenburgische vollziehen wollen. Es hat ja Unkenrufe gegeben, dass es nicht fertig wird. Aber ich glaube nicht, dass ich das am Ende meiner Karriere zugelassen hätte. Wir schaffen trotz aller Witterungsunbilden der letzten Monate den Lückenschluss zwischen der Verkehrseinheit 5 in Brandenburg und der Verkehrseinheit 7 in Mecklenburg. Ich bin froh und ich freue mich ganz besonders heute, dass die Vertreter des Bundes hier anwesend sind, nicht nur als Geldgeber, sondern auch als Unterstützer für den Bau dieser Autobahn A14. Und ganz besonders freue ich mich, dass Sie, Herr Enak-Ferlemann, als parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur heute hier diesen Verkehrsweg freigeben werden. Seien Sie herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, dies ist wahrhaft ein historischer Tag. Man soll mit dem Wort historisch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil was ist nicht alles historisch? Aber dieses ist es. Frau Ministerpräsidentin, ich kann mit Stolz sagen, der Bund hat dem Land Mecklenburg-Vorpommern die Autobahnen gebaut, die das Land Mecklenburg-Vorpommern einmal haben wollte. Dieses sind die letzten Kilometer, die wir heute freigeben. Dann haben wir in Mecklenburg-Vorpommern den Autobahnbau im Neubau, im Ausbau abgeschlossen. Dieser Abschnitt, 11 Kilometer, kostet den Bund 113,5 Millionen Euro. Eine ganze Stange Geld. Und Sie, die Sie alle jeden Monat gerne die Steuern zahlen, fragen sich ja manches Mal, was machen die eigentlich mit dem ganzen Geld, was ich da jeden Monat abführen muss. Und da bauen wir unter anderem Autobahnen davon. Und insofern können Sie sehen, dass Sie mit Recht fragen, was haben die gemacht. Wir liefern heute, glaube ich, ein gutes Stück Autobahn ab. Aber man kann heute sagen, es ist ein historischer Tag. Mecklenburg-Vorpommern hat das Autobahnnetz als Bundesland komplett fertig. Ich bedanke mich bei allen, die hier mitgewirkt haben. Ein ganz herzlicher Dank gilt vor allem Herrn Taschenbrecker und seinem Team. Exzellente Arbeit, wie immer. Ich wünsche allen Verkehrsteilnehmern auf dieser Strecke allzeit gute und unfallfreie Fahrt. Ich wünsche den Ländern Sachsen-Anhalt, Brandenburg und vor allem Mecklenburg-Vorpommern den wirtschaftlichen Erfolg, der sich mit der Autobahn verbindet, die Tourismusströme, die man sich erhofft und das schöne Fahren auf der Infrastruktur in diesem Lande. Alles Gute, herzlichen Dank. Liebe Gäste, herzlich willkommen zu dieser, ich sag mal, ein bisschen vorgezogenen Weihnachtsfeier. Weil, lieber Herr Taschenbrecker, Sie haben recht. Wahrscheinlich geht es aber nicht nur mir so. Wenn alle sagen, besinnliche Adventszeit, denke ich immer, wo eigentlich? Die letzten Tage vor Heiligabend sind immer noch mal mega Stress im Job. Alle möchten auch noch die Geschenke zusammenbekommen. Und hätte ich das gewusst, dass hier dieses tolle Orchester spielt und gleich noch die Weihnachtsblumen da sind. Hier kann man ja fast weihnachtliche Stimmung bekommen, mitten auf der A14. Das ist nicht schlecht. Es ist ein wirklich wichtiger Tag für unser Land, weil wir die Autobahn A14 für uns im Land abschließen können und damit einen ganz wichtigen Schritt machen bei dem großen politischen Ziel, dass die Lebensverhältnisse in Deutschland, so wie im Grundgesetz garantiert, überall gleichwertig sein müssen. Und dazu zählt eben, dass man Anschluss hat und nicht abgehangen ist. Und Anschluss eben an das gesamte Autobahnnetz in Deutschland. Und gelegentlich macht es ja immer mal Sinn, dass man sich von dem kleinen Ort, wo man selber steht, zurücknimmt und mal auf die ganze Karte schaut. Von Deutschland und von Europa.
Und dann hat die A14 für uns die Bedeutung, dass wir den Anschluss finden, direkt von der Ostsee nach Mitteldeutschland und mit der A9 dann die Metropolregion Hamburg, zu der wir gehören, den direkten Anschluss schafft über die A14 A9 zur Metropolregion München. Heute eine gute Eröffnung, aber vor allem in den nächsten Tagen. Ein gesegnetes Fest. Zeit für die Familie, insbesondere für die, wo es vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, auch wegen dieser Autobahn. Und dann kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr. Und ich wünsche allen, die diese Autobahn nutzen, ob aus unserem eigenen Land oder Gäste von nah und fern, unfallfreie Fahrt, dass die Polizei eigentlich nur heute dabei sein muss und ansonsten wenig. In diesem Sinne vielen Dank allen, die dieses Stück A14 fertig gemacht haben. Nein, nein, ich halte aber fest, alles gut. Das war schon einmal durch. 1, 2, 3. Wunderbar. Oh, sehr schön. Musik!